Hallo und herzlich willkommen bei Suvarium und heute geht's ab. Heute bin ich Sniper. So, ich zeige euch einmal das Gewehr. Im Inventar habe ich es drin. 40 Schuss nehme ich mit. Reicht wirklich für einen Sniper. Ich habe gerade eine Runde geübt. Und ja, ist nicht so einfach zu snipern, aber ist schon eine ganz schön kräftige Waffe. Und ja, ihr werdet es ja gleich sehen. Vielleicht schaffe ich ja mal einen vor der Flinte zu bekommen und hinten sogar zu killen. Wir haben 100 Schuss Pistole dabei. Drei Granaten sind wieder am Start und ich drücke auf Play. Wir haben läppige 2440 Dollar, aber die reicht erstmal, weil wir brauchen jetzt gerade erstmal Munition. Wir haben jetzt das Maximum an Waffen freigeschaltet, was ich bis jetzt freischalten kann. Heißt also, jetzt kann nur noch gelevelt werden erstmal, bis wir die nächsten Waffen freischalten und die haben es ja dann auch in sich. Wir sehen es ja ständig, die Leute, die mich killen, haben ja dann schon die AK-74U und was weiß ich nicht, was da, die gucken mich nur an, da falle ich ja schon tot um und hoffe, dass das jetzt nicht ganz so lange dauert. Steht gerade alles hier. Das Spiel stürzte heute mehrmals ab bei mir, auch während der Aufnahme, die ich schon versucht habe zu machen, war ein bisschen enttäuschend, aber wir haben ja Zeit. Mache ich halt einfach 2 Stunden lang Aufnahmen, bis ich irgendwann mal einen im Kasten habe. Boah, hier schnell. Das Matchmaking funktioniert jetzt wieder viel, viel schneller. Fühlt sich jedenfalls sehr viel schneller an. Ist jetzt eine, ja, was ist das für eine Map? Komme ich gerade nicht darauf klar, aber ja, zum Sniper wird sie gut sein. So, auf geht's in der Runde als Sniper-Timmy. Ihr seht, schönes Fadenkreuz, gefällt mir. Wundert mich, dass die Russen nicht das genommen haben, was wir immer so kennen mit diesen komischen Pfeilen drin. Oh, die Map ist keine Sniper-Map. Aber dennoch kann man ja hier mal ein bisschen Ausschau halten. Der Rand wird ja auch mal ganz gerne besucht. Eine Besonderheit beim Scharfschützen hier ist, dass die Ausdauer... Wir rennen jetzt und ihr seht, so kann man absolut nichts zielen. Wenn man gerannt ist, dauert das eine Zeit. Bis er sich beruhigt und dann wieder ein ganz ruhiges Fadenkreuz kriegt. Und dann kann man wirklich gut damit zielen. Habe ich tatsächlich sogar schon geschafft, einen Gegner zu killen, sogar ich. Und ja, dann muss es ja eine gute Waffe sein. Wenn man dabei immer ein bisschen links und rechts geht, ist das Fadenkreuz fast am Stillstehen. Und wir können... Gegner beobachten. Wenn wir uns nicht bewegen, sind wir tatsächlich schwerer zu sehen für den Gegner. Das liegt nicht daran, dass ich dann Stealth bin oder so. Das liegt einfach nur daran, dass wir den Gegner wirklich nirgends wie signalisiert kriegen. Keine Farbe, kein Namensschild, kein überhaupt nichts. Aber das habt ihr ja in den anderen Folgen schon gesehen. Ich versuche es einfach mal wirklich aus der Distanz diesmal. Und der erste wird uns gleich vor der Flinte laufen. Ich habe schon oft daneben geschossen. Weil, ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen schwieriger. Also ich kenne Scharfschützengewehr aus anderen Spielen. Ist natürlich jetzt dasselbe hier, so ein Scharfschützengewehr. Aber, also meiner Meinung nach ist das nicht so einfach, die Leute wegzuholzen. Wir warten einfach, wir sind ein geduldiger Scharfschütze. Boah, was sind schon 3 Kisten weg? Der Gegner hat schon 4 jetzt, oh Gott. So, wir beobachten das so Vorfeld. Die ersten Schüsse sind in unserer Nähe. Wir sehen den Gegner sich ja auch schon so bewegen. Da hat man noch viel mehr Sicht. Man muss ja nicht immer mit dem Fadenkreuz gucken. Da haben wir schon einen. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn der erste Schuss von meiner Sniper direkt einen gekillt hätte. Natürlich nicht. Mitbekommen wird das aber haben. Da läuft er. Der ist wahrscheinlich jetzt hinten rum. Warum jumpt ein Spieler von mir aus? Ich bin natürlich jetzt ein bisschen am Campen. Aber mit dem Scharfschützen bleibt mir nicht viel anderes übrig, außer zu campen. Ich könnte mir eventuell nochmal die, Ach, ich wollte damit schießen, verdammt. Das war jetzt ein Außersehen abdrücken. Muss nur aufpassen, wenn man jetzt schießt mit dem Scharfschützengewehr, dann macht man so eine Rauchwolke. Den sieht der andere Spieler noch. Da hat der Entwickler sich schon Gedanken gemacht. Damit man nicht irgendwo in der Ecke sitzen kann und die ganze Zeit einfach nur rumsnipert. Man wird auf jeden Fall gesehen von anderen Spielern, auch wenn man schießt, wegen dieser Rauchentwicklung. Auch eine gute Idee. Da seht ihr, wie das Fadenkreuz kleiner wird.
Und selbst im Stehen hat unser Charakter eine ziemlich, ziemlich ruhige Hand. Finde ich gut. Muss man halt auch noch ein bisschen Glück haben, dass der Gegner ein paar Sekündchen oder eine Sekunde stillhält. Und dann kann man den tatsächlich gut snipern. Aber ihr habt es ja gerade schon gesehen, die ersten zwei Schüsse gingen ins Leere. Da habe ich vielleicht einen armen Regenwurm erledigt und das war's. Ah, hier tut sich aber auch gerade gar nichts. Typisch, Vorführeffekt da hinten. Boah. Ob man davor halten muss, also höher zielen muss, weil das ist ja Ballistik, ne? Weiß ich gar nicht. Meistens ist der Gegner so nah, dass ich gar nicht hochziehen muss. Feiger Timmy. Ich gehe einfach mal weiter. Und das ist also ein bisschen gedeckt. Ich bin ja Sniper. Wir müssen ja ganz leise sein und ganz vorsichtig uns bewegen. Damit wir nicht erkannt werden. Auf andere Sniper vor allem aufpassen. Und wie gesagt, wenn jetzt ein Soldat vor uns steht, sind wir eigentlich so gut wie tot. Oh, ich kann die Waffe wechseln und versuchen mit der Pistole mich zu verteidigen. Ist aber eher, ja, ihr wisst, die haben alle schon die AK und dagegen bin ich ja machtlos. Oh, mal gucken, ob ein Köpfchen irgendwo ist. Oh, da sehen wir schon die zukünftige Open World Map. Okay, da wird man wahrscheinlich nicht begehen können. Aber ich muss mich weiterhin konzentrieren aufs Spiel. Und wenigstens ein erledigen, habe ich mir so vorgenommen im Video mit dem Scharfschützengewehr, obwohl das sogar noch minimal ist. Normal müsste ich viel mehr schaffen. Da war der erste. Boah, da kommt eine ganze Horde. Nicht die Position schnell verraten. Nämlich gar nichts tun und sterben. Kenn mich noch nie so gut aus. Was? Naja. Ich muss leider einen Kommentator von mir, der hat schon ein Video komplett recht gegeben. Wir sind einiges an Aimbotter unterwegs. Und die schießen gar nicht in eine Richtung, man fällt da tot um, obwohl der hat jetzt auf mich gezielt. Möchte ich jetzt nicht als Aimbotter beschimpfen. Ist halt nur sehr seltsam manchmal, dass die eigentlich gar nichts machen, obwohl dann fällt man tot um. Zack, bumm. Da kommt in der Ecke, man ist schon tot. Man hört nicht mal einen Schuss manchmal. So schnell geht das. Aber das kennen wir ja von dieser Entwicklungsnation, die das Spiel hergestellt hat, ja nicht anders. Das ist ja fast in jedem Spiel, nimmt das da immer überhand und zerstört am Ende auch das Gameplay. Wo ich auch ein bisschen Angst habe bei diesen Open-World-Titel, weil die ganzen Zocker, die jetzt hier schon anfangen zu cheaten, natürlich in den Open-World, wenn es mal Open-World wird, natürlich schon genug Programme haben, um das Spiel absolut genüsslich zu zersemmeln und ja, zu zerstören. Habe ich schon ein bisschen Bammel vor, ehrlich gesagt. Weil ich mich da eigentlich schon richtig drauf freue. Aber man kann in dem ja nicht alles haben. Ich habe auch Infestation Survivor Stories gezockt, auch mit ganzen Hackern. Und da laufen die ja offensichtlich rum, schon die Hacker. Ist ja fast schon normal bei Infestation gewesen. Und habe mir trotzdem noch ein bisschen Spaß am Spiel gegönnt. Und das einfach dann nicht mehr ganz so ernst genommen, wenn ich mal gekillt werde. Vielleicht ist das die einzige Lösung, die man hat. Okay, okay, ich habe euch gesehen. Oh, die gehen da rein. Oh, der volle Headshot. Oh, der war scheiße. Ja, da kann ich jetzt nicht anders. Was soll ich da machen? Du schießt ja nicht im Rücken. Okay, da ist er. Der weiß, dass ich hier bin. Boah. Ich hab's ja versucht mit der Pistole, aber keine Chance. Der Gegner hat 6 Batterien, wir haben 4. Sieht nicht gut aus für uns. Wieder mal. Immer in der Runde, wo ich bin, die loost eigentlich immer ab. Obwohl, ich glaube, in der letzten ging es sogar noch so einigermaßen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 2 Kills, 2 Verluste, 20 Pünktchen gemacht. Gucken wir einmal hier an das Fenster. Da haben wir auch ab und zu mal ein paar Spanner. Wer hat zum Beispiel einen gesehen? Und man hat ja eigentlich aus jedem Gebäude, also jedem Camp, hat man die Möglichkeit nach hinten, nach jeder Seite eigentlich auszuweichen, erstmal. Und
irgendwie was zu umgehen. Also die Möglichkeiten sind hier eigentlich fast, auch wenn die Maps nicht riesig sind, ja sehr gut, sich irgendwo gedeckt zu nähern. Nur, wenn einer sieht, hat man den Salat. Man stirbt halt sehr schnell. Da muss man dann mit dem Spiel mit klarkommen einfach, weil der Tod hier wirklich an jeder Ecke lauern kann. Was ich jetzt aber nicht als Negativpunkt werten möchte. Stand da jetzt einer ganz hinten? Nee, ne? Ja, ist so ein Heuball. So, ich renne auch mal jetzt ganz außen rum. Mal gucken, was wir hier so sehen. Ein Fußballplatz. Mit erschwerten Bedingungen Fußball spielen. Richtig cool. So, wir gehen mal ganz vorsichtig durch das Gebüschlein durch. Beobachten schon mal, was hier so passieren kann. Und wir wollen ja auch mal ein paar Kills machen. Also ich bin jetzt nicht so abgeneigt, ehrlich gesagt. Aber ich bin noch nicht ganz so der Profi-Sniper hier. Auch wenn das so einer der, glaube ich, wahrscheinlich leichtesten Waffen ist. Außer, dass man halt auf Entfernung schießen muss, auf Leute, die sich bewegen. Was nicht immer leicht ist. Da rennt ein grüner Pfeil. Und ich bin schon wieder viel zu nah am Gegner dran. Als Sniper, das ist auch keine gute Idee. Wenn sie nämlich ja auch bewegen an der hellen Wand hier. Hinter uns einer. Oh, Double Kill. Das ist unangenehm, wenn man weiß, dass einer hinter einen geschossen hat. Aber ich suche mir jetzt eine schöne, ganz fiese Position, ganz nah an den ihr Lager. Wenn ich das einmal schieße, weiß der jedenfalls, dass ich schon mal da bin. Weil wir ja diese Rauchentwicklung haben beim Schießen. Kann ja weiter mutig vorgehen. Vielleicht habe ich ja mal eine richtige Kill-Serie. Boah, ist der schnell am Krabbeln. Also in Wirklichkeit hätte ich nie so eine ruhige Hand, wenn ich da vorne stehen würde. Container stolen. Ja, ein bisschen vorgehalten, hat sogar mal geklappt. Der weiß aber jetzt, wo ich bin. Der hat nämlich die ganze Zeit auf mich gezielt. Dementsprechend müssen wir uns mal Gedanken machen, wo wir jetzt hingehen. Ich renne mal hier rein. Das Ganze mit der Pistole. Kriegen wir noch einen Pistolenkill hin. Und er hat da irgendwie so eine... Ah, das ist ein eigener, Gott sei Dank. Spezialfähigkeit, der Zieh. Wow. Da habe ich keine Chance gegen das Gewehr. Da kann ich wahrscheinlich mit einer Bazooka auf den schießen. Ich fall um. Der braucht nur mal eine Richtung grob halten. 5 Schuss kommen lassen, dann liege ich da. Also da ist man wirklich machtlos, fast gegen der AK. Zappeln wir noch rum, da wird schon ruhiger. Was sagen meine Kills? Immerhin 3. Könnten mehr sein, aber ich werde natürlich besser werden. Ihr könnt in den nächsten Videos, wenn ihr wollt, mir reinschreiben, was ich für eine Waffe nehmen soll, mit der ich dann kämpfen soll. Das wäre mal ganz interessant. Da versuche ich mich dann dran zu halten. Oh, eigenes Spiel. Ich dachte, jetzt hätte ich einen erwischt. Und dieses Rennen ist einfach keine gute Idee, nicht als Schnipper. Aber ich will mich hier auch ein bisschen schneller fortbewegen. Da kann man jetzt hier, wenn es die Wettermap ist, wenn die Map im Wetter hier Regen hat, dann ist da hinten so viel Nebel, dass man eigentlich den Gegner gar nicht sehen kann. Das macht die Sache nämlich auch nicht unspannend. Und habe ich hier... Oh, ich wollte jetzt mal den Keller zeigen. Wer rechnet denn auch damit, dass da gerade einer rauskommt?
Grand Grokim. Gut. Der Keller, der hat so ein kleines Extra hier, den habe ich letztes Mal neu entdeckt. Da ist so eine Art Nest für, ja, ich weiß noch nicht, wie die Wesen hier heißen werden. Und da kann man dann nur mit guter Schutzkleidung durch, weil ich werde da drinnen versterben. Er hat zum Beispiel wahrscheinlich gute Schutzkleidung. Ich gehe da einfach mal jetzt ganz mutig runter, um das nur zu zeigen. Hier haben wir ein kleines Räumchen. Ein Spieler, der keine gute Ausrüstung hat, aber der sieht schon ein bisschen cooler aus. Und dann seht ihr jetzt hier, darf ich nicht zu nahe gehen. Irgendwie so ein Nest. Und wenn ich kann es ja mal versuchen durchzurennen, wird irgendwie viel bringen, weil ich sterben werde. Denke ich mal, wenn ich... Ja, das wird vielleicht grau. Power. Ja, es wird das Bild so komisch grau und man ist an der Spitze des Todes. Oder ich würde jetzt irgendwie auch am Glühen sein, wahrscheinlich dadurch besser gesehen werden. Es wird langsam wieder ein bisschen farbiger. Ich hab einfach aufgeholzt. Was soll's? Da ist einer gehüpft. Boah, das ist... Was hat man davon, wenn man da lang läuft? Ich hab da mit der Granate erlebt. Tatsächlich. Soll ich nochmal probieren? Oh nein. Das Spiel ist... Nee, ich dachte schon, wäre abgestürzt. Gott sei Dank. Sonst fliege ich immer aus dem Spiel, was wir in der Zeit sind. Also wir haben 3200 bekommen. Ich habe 4 Kills gemacht, 4 Tode. Hätte ein bisschen cooler laufen können, muss ich zugeben, mit dem Sniper. Aber ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und die nächsten Runden werden natürlich ein bisschen besser und ein bisschen spannender. Aber was hier auch mal steht. Nogea. Ich weiß nicht, was das heißt. 4:1 haben wir verloren. Ich verliere immer. Und bin wieder mal in der Liste gar nichts geworden. Okay, ich danke dennoch natürlich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Waffe ich als nächstes mal ausprobieren soll. Oder mit welcher Waffe ich ins Gefecht gehen soll. Und ja, damit das werde ich dann auch tun. Und ja, werde versuchen, mal ein bisschen besser und ein bisschen schneller zu werden. Auch wenn wir hier langsam immer mehr leveln. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.